Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Genau die Art, die ich gern berabe. Also dieser Jason Kidd. Der Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. Dieser Jason Kidd, der erinnert mich irgendwie an... Ja, weiß ich nicht. Ja, kann er bloß auch da sein, oder? Auch nicht. Wo soll der sein? Backfords Gesandten aufspüren? Haben wir den jetzt zufällig getötet? Oder? Ach nee, da ist er. Ach so. Da ist er. Den Gesandten verfolgen. Machen wir. Es beruhigt mich, das von euch zu hören. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung, hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Mal gucken, wo man sich hier überall immer so verstecken kann. Ach, ist ja nicht so ununterbrochen war die Dinger hier. Weit. Hier, du hast nichts gesehen. Oh, da ist auf jeden Fall roter Bereich. Burford, Manning, zu mir. Hier sind wir fertig. Hi, Sir. Wie ist unser Kurs? Wir kehren zur Plantage zurück und machen eine Bestandsaufnahme. Es war eine gute Ernte dieses Jahr. Ihr solltet nicht so laut reden, Sir. Es ist gewiss kein Zweifel. Nonsens, Mann. Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burschen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wie ihr meint, Sir. Okay. So, das Ruder der Jektor übernehmen. Aha. Ist er doch, oder hier was, oder wie? Warum ist noch so wenig Zeit hier? Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen und ran. Halt. Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Diesen Anblick kenne ich. Gut beobachtet, Andy. Nicht wirklich. Ich habe einen von Backfords Männern großspurig über seine Plantage reden hören. Und all die Waren, die sie dort lagern. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ah, ein Mann mit Vision. Mir gefällt die Idee. Steuerbord! Riecht nach Beute! Matt, wir haben keine Zeit jetzt. Doch! Ram! Marssegel! Brennt alle Segel, die wir haben! Sperrgebiet. Sperrgebiete sind Gebiete, in denen sie sich nicht aufhalten sollten. Schiffe werden sie sofort entdecken und angreifen, sobald sie in deren Blickfeld kommen. Die Blickfelder von Schiffen sind auf ihrer Minikarte sichtbar. Weichen sie ihnen aus, um Konflikte zu vermeiden. Sperrgebiete werden auf der Minikarte geholt, ja. Ja. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Ram- und Marssegel festzurren! Das kann man so sagen.
Lass euch jetzt durchsegeln? Soll ich das machen? Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Wir reifen! So. Treffen, Männer! Locker trimmen, alles! Alter, ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie. Kriegt nach ein Schoner! Die Farben Englands! Nun öffnen und trimmen! Biere freimachen! Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Alle Segel klar zum Setzen! Eigentlich wollen wir ja bloß weiterfahren, wa? Feindliches Kriegsschiff! Schoner! Ausstellung der Royal Navy! Meint allein zu sein, Sir! Ich fahr einfach erstmal weiter, mal gucken. Vielleicht kriegen sie mich ja nicht. Gegner feuert! Bereit machen für Aufschlag! Uns in Stücke. Wir sind beschädigt! Obacht! Macht euch bereit! Okay, vielleicht machen sie mich jetzt auch einfach fertig. Gegner feuert! Achtung! Da ist der auch andere einfach nur schneller. Der Mann arbeitet für Peter Beckfords Leute. Kennst du sie? Die Beckfords und die Zuckerimperium? Hi. Die Beckfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchen. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Hi. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mars und Topsegelwerk! Es ist riskant, zu nahe zu angeln. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jetdorf. Vieren und einholen! Obersegel bergen! Cat Island. Aha. Ach, immer alles auf Zeit, ey. Kann ich nicht leiden. Können wir ja nicht umgucken hier, ganz in Ruhe und machen und tun. Immer diese Hektik. Das ist ganz furchtbar. Was, Waffenausfall? So. Ich schleich mich mal hier einfach an dem Sperrgebiet vorbei. Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, Junge. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war. Abschauen. Waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen. Und halte verdammt nochmal nach allem Verdächtigen Ausschau. Okay. Und jetzt? Du da oben, schlaf nicht ein, Mann. Du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir. Ich halte meine Augen offen. Ja, schön. Himmel, Herrgott! Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Schön.
So. Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Den Schlüssel, verdammt! Welcher von euch Hunden? Ist ich doch nicht. Ist denn keiner nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Ich weiß, wer denn hier den Schlüssel hat. Da hinten. Nee, Junge. Du kannst mich nicht gesehen haben. Das ist technisch nicht möglich. Laufen die zu zweit? Das ist natürlich doof. Das okay, der, ich dachte, das wäre jetzt schon verloren. Ja. Ist natürlich die Frage, wie komme ich jetzt an den Schlüssel daran? Nee. Die hängen halt zusammen, ne? Not a word, other than rumors of pirate activity on the roof. Too much action. Not paid to ask questions, are you? Just keep the brick shit out of your gem. Stand still. Be here. Du plünder den mal. Plündern! Haben wir jetzt die Schlüssel? Nee, ja. Kannst du vergessen. Wollen wir nicht weitermachen. Das wird so nichts. Ich habe allerdings überhaupt keinen Plan, wie ich die auseinanderhalten, also auseinanderbringen kann. Außer schießen, ja. Geh mal rein hier. Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! Optionale Ziele. Alarmglocken sabotieren, wie ich mein. Ist denn keiner nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Wo ist denn der jetzt? Virginia, mostly guarding the college in such at Williamsburg under Governor Spotswood. With poor heart and tribesmen rebelling against them enslavement, they're nothing too good. Ich sag, wir machen erstmal ein bisschen weniger alle hier. Der Lampentyp ist sowieso ätzend. So, mal gucken hier. Kann ich hier einfach rüberjumpen? Ja. So, und dann werden wir erstmal den Typen da oben ausschalten. Weil der. Wer sieht mich denn hier schon wieder? So. Wir scheinen ja doch ein bisschen mehr Zeit zu haben.
Hold mine. Die Steuerung ist manchmal so ätzend, Alter. Nee, bin ich nicht. Ja, dann tötet mich. Ja, nun komm, töte mich. Was? Steht da wieder einer oben, oder was? Ich sehe gar nicht ein, hier dann hier zu kämpfen. Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! So. Ja. So, noch irgendwie nach hinter mir oder so? Da oben rennen oder welche rum? Lass mal den da ausschalten. Das ist mal schön leise, Kollege. So, was ist jetzt mit dem Gelben da oben? Der kommt hoch. Okay. So. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt. Da ist auch so eine Alarmglocke, sehe ich gerade. Mal gucken, was wir mit der machen können. Einfach den Schlegel rausgeholt. Sehr schön. So. Okay. Ich mache jetzt hier einfach alles sauber. Und dann weiß ich noch nicht. Okay, der reagiert nicht. Komm her. Ja, ist natürlich problematisch. Die laufen hier lang. Hey, where do you think you're going? Ins Gebüsch, wo soll ich sonst hingehen? Wo willst du hin jetzt? Gebüsch, 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 Gebüsch. So. So, Lagerhaus plündern, okay. Bonus 400, keine Alarmglocken. Okay. Mission beendet. Erinnerung 05 Zuckerrohr und seine Produkte.
nicht in Kämpfe verwickeln lassen? Ist ja wohl ein Scherz, oder? So. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder nach... Genau. Okay. Erstmal Weg zu meinem Schiff. Und die Kiste nehme ich hier natürlich auch noch mit. Du sollst nicht pfeifen, oder die Küste plündern. Hier steht auch noch einer. Ja. Kickst du blöd, wa? Kriegst von oben gleich erstmal einen drin. So. Jetzt kommen wir zum Schiff. Gut, okay. Also haben wir das Lager ausgeplündert und so. Und sollen wir wieder zurückkehren? Ich nehme ja das ein oder andere Schiff noch mit. Warnung, Sperrgebiet. Bitte was? Was heißt denn hier Sperr? Achso, das heißt lediglich, dass ich hier in der Zone bin. Ich wollte gerade sagen, mein Schiff ist da. Ja, danke. Mein Schiff ist doch keine Sperrzone. Captain ist am Steuer. Yep, ist er. Und dann geht es los.